Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns den ersten Boss aus dem Schlangenschrein an, Hydros der Unstete. Beginnen wir mit den Kernmechaniken des Kampfes. Der Kampf hat zwei Phasen, einmal die Frost- und einmal die Naturphase. Sobald Hydros in seiner Wasserform gepult wird, bekommt der Raid einen Debuff, das Mal von Hydros. Dieser erhöht den Frostschaden des gesamten Raids um 10%. Alle 15 Sekunden wird der Debuff erhöht, bis er 500% erreicht hat. Da diverser Frostschaden den Tank als auch den Raid trifft, sollte man mal von Hydros höchstens bis 100% erhöhten Frostschaden ticken lassen. Anschließend wird der Boss nach unten aus seinen Strahlen gezogen. Hierbei gibt es eine ungefähre Linie, welche ihr auch schon im Hintergrund sehen könnt. Wird diese überschritten, triggert ihr die jeweils andere Phase. In diesem Fall von Frost nach Natur. Nun erscheinen vier Adds, welche sofort umgebracht werden müssen. Diesmal wirkt er den Debuff Mal der Verderbnis, welcher den Naturschaden erhöht. Wie auch bei Mal des Hydros geht es auch hier bei 100% direkt wieder nach oben, um seine Wasserform zu triggern. Auch hier erscheinen wieder vier Adds, die es zu kontrollieren und töten gilt. Das macht ihn nun so lange, bis der Boss tot ist. In beiden Phasen hat er jeweils eine einzigartige Fähigkeit. In seiner Wasserform schießt der Wassergräber auf zufällige Spieler, welcher diese stunt und hohen Schaden zufügt. Verteilt euch deswegen gut. In seiner Naturform bekommt ihr lediglich einen Dot namens Übler Schlamm, der etwas Schaden macht, sowie euren Schaden und eure erhaltene Heilung verringert. Tanks. Ihr benötigt mindestens zwei Main-Tanks, der eine mit 365 Frost und der andere mit 365 Naturwiderstand. Die Off-Tanks können hier ebenfalls etwas Resi tragen. Am besten habt ihr hierfür einen Pala-Tank mit etwas Mischgier aus Natur und Frost. Ab 100% Schadenserhöhungs-Debuff zieht ihr nun den Boss nach unten bzw. nach oben, um den Phasenwechsel einzuleiten. Ab jetzt übernimmt der jeweils andere Resi-Tank den Boss. Sobald die Adds spawnen, müssen diese direkt von euren Off-Tanks kontrolliert werden. Ihr müsst nun so schnell es geht Aggro aufbauen, da es beim besagten Phasenwechsel einen Aggro-Wipe gibt. Sagt das gerne auch laut in eurem Voice-Chat an, sodass jeder die Finger von seinen Schadensfähigkeiten lässt. Melee-DPS. Für die Melees gibt es bei dem Kampf ein paar wenige, aber dennoch extrem wichtige Dinge zu beachten. Verteilt euch in der Frostphase so gut es geht um den Boss herum. Dieser ballert nämlich random die Fähigkeit Wassergrab um sich. Selbige macht hohen Frostschaden und stunt die Spieler, welche sich in einem Radius von 8 Metern befinden. Teilt euch demnach gut auf oder bildet zumindest zwei Camps hinter dem Boss, sodass ihr nicht alle gleichzeitig getroffen werdet. Beim Phasenwechsel, bzw. sogar am besten schon ein paar Sekunden davor, müsst ihr jeglichen Schaden einstellen. Legt erst wieder los, wenn es euer Raidleiter oder der Tank ansagt. Das ist wirklich bei diesem Kampf das A und O. Tötet nun zuerst die Adds und hebt am besten hierfür eure Cooldowns auf. Nun geht es von vorne los. Bei der Naturphase müsst ihr allerdings nicht so auf euren Abstand zu den anderen Spielern achten, da es hier keinen AOE-Schaden gibt. Ranged Idees. Für alle Fernkämpfer gilt in der Frostphase dasselbe. Verteilt euch so gut es geht um den Boss, um die Fähigkeit Wassergrab zu umgehen. Beim Phasenwechsel bzw. ein paar Sekunden davor müsst auch ihr sofort jeglichen Schaden einstellen. Keine Dots, wirklich gar nichts mehr. Jäger schießen nun sofort via Irreführung dem jeweiligen Tank die Aggro auf. Ein bis zwei Hexer können bei Bedarf jeweils ein Add verbannen. Die Heiler verteilen sich ebenfalls im Raum. Hebt euch eure Cooldowns unbedingt für die Phasenwechsel mit den Adds auf. Halt vor allem im Phasenwechsel nicht zu früh, sodass ihr nicht direkt die Aggro zieht. In der Naturphase bekommen zudem Random-Spieler die Fähigkeit Übler Schlamm ab. Dadurch erleiden sie Schaden und deren verursachter Schaden sowie erhaltene Heilung wird um 50% verringert. Seid euch dem bewusst und packt euch ein paar Heiler ein, die sich vor allem um den Raid kümmern. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Über einen Kommentar freuen wir uns natürlich auch. In diesem Sinne, viel Spaß im Schlangenschrein und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.